So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Heute startet sie ein Stück früher. Ist kurz vor 18 Uhr. Was hat heute die Märkte bewegt? Hier ist ganz klar, wer heute Morgen das Video gesehen hat, und hier stand es auch: Gold und Silber fehlt es leider an Dynamik. Vorsicht ist wohl geboten, ne? Und ja, für absolut Neuinvestitionen war heute definitiv kein Zeitpunkt, war auch gar nicht dann auf der Tagesordnung. Ja. Das Ausbruchssignal war bei Gold früher und konnte heute noch gegen 16 Uhr ein neues, ja, Verlaufshoch erreichen. Doch dann startete der Abverkauf. Gold sieht auch dementsprechend ein Stück besser aus. Natürlich nicht im Tageschart. Hier ist wieder einmal, wird höchstwahrscheinlich ein Tagesschlusskurs unter der 200-Tage-Linie stattfinden und somit wahrscheinlich auch ein neues Tief noch generieren. Das war heute Vormittag ja schon skizziert worden, jedenfalls beim Silber, soweit ich mich erinnern kann. Sonst müsste man das Video nochmal anschauen. Was kann man sonst sagen noch beim Silber, beim Gold? Ist technisch sieht es besser aus als Silber, und zu Silber kommen wir jetzt sofort. Das sieht man hier, bricht er unter die Unterstützungslinien hinweg. Auch die 17,55 wurde auf Stundenbasis durchbrochen. Also hier ist erst einmal vieles kaputt. Der Tageschart zeigt dementsprechend auch eher ein bärisches Verhalten an. Wieso ich darauf kam, sollte entweder das Video anschauen oder eben kann ich es auch hier noch kurz präsentieren. Ein paar Werte haben eben in der laufenden Woche gewisse Widerstandslinien erreicht, was aber wirklich hier erstaunlich ist. Zum Beispiel hier Newmont Mining kann sich halten, oder auch eine Silver Wheaton. Na, jetzt ist hier mal wieder die falschen Kurse, aber die stimmen in etwa. Ich schaue mal, ob ich es auf die Schnelle hinkriege. Sonst wird das halt morgen nochmal gezeigt. Hier, ja. Also Verkaufsdruck ist jetzt hier nicht unbedingt da. Das könnte noch ein positives Zeichen sein, dass kein Abverkauf auf ein neues Low stattfindet. Das ist jetzt hier, muss man definitiv beachten. Sonst schauen wir an, was heute noch alles kam. Hier das Währungspaar. Ne, das war jetzt hier australische und neuseeländische. Heute war einiges los. Da wurde ja hier exakt an der Anfang der Woche oder letzte Woche ja hier genau fast am Hoch zu Gewinnmitnahmen geraten. Jetzt fällt er hier zurück und man kann hier unten nochmals neuen Start, nochmal also eine Position neu starten. Hier, Pfund gegen australischer Dollar. Gab es unterschiedliche Ideen. Hier habe ich dann was noch Neues entworfen. Also das ist hier schon wieder das bisschen ältere Setup. Das neue Setup hat jetzt hier durch den Ausbruch, es ist aktiviert worden und auf mehr oder weniger so eine Bewegung gesetzt. Dafür muss nicht mehr diese Marke, das war die alte, sondern hier, so ist jetzt genau das Setup, was aktiv ist, darf diese Marke nicht mehr unterschreiten. Solange das hier der Fall ist, kann man hier auf eine Aufwärtsbewegung setzen. Sonst was wirklich, ja, lehrbuchmäßig kam, natürlich kamen die guten Zahlen auch dazwischen oder davor schon Leerverkäufe etc. Was man soll
nicht groß dann hinterfragen, wenn das Setup aufgegangen ist. Allerdings klar, das Gap ist durch gute Zahlen entstanden. Sonst wäre jetzt, sag ich mal, hier so eine Monsterkerze nicht möglich gewesen. Auch ein ganz kurzes Wort zum DAX. Neues Setup kann ich erst dann morgen präsentieren. Hier läuft es aber auch jetzt die letzten Tage sehr gut, jedenfalls von der Analysearbeit her. Diese Unterstützungszone wurde zwar nicht ganz angelaufen, hier aber allerdings gewarnt, und wer das wirklich in unteren Zeitebenen getradet hat, ja, konnte definitiv einen Gewinn einfahren, weil es hier recht dynamisch losging, aber man soll, wenn man hier einen Zielbereich angegeben hat, der nur noch 15 Punkte entfernt ist, dann sollte man auch den Stopp nachziehen. Von mir aus ist auch nur ein knapper Gewinn, wäre aber hier wirklich nach der EZB-Sitzung, wäre das wirklich intraday handelt, war ja auch direkt am Marktgeschehen dran, und wie man hier von vielen Guidance-Membern kennt, sind viele sehr kurzfristig unterwegs und nehmen auch dann sofort Gewinne mit, und wenn hier das Ziel so angegeben wurde, dann denke ich mal, hat auch der ein oder andere Gewinne erzielt. Weiteres, wenn man sagt, ja, hier die Marke ist auf Schlusskursbasis aktiv, dann wäre es auch, wenn man überhaupt nicht reingekommen. Also Verluste sind definitiv nicht entstanden. Ich habe die aber auch im Text, wer das hier nachverfolgen kann, ja, explizit schreibe ich es rein, auf Stundenschlussbasis. Hier wurde direkt die Marke genannt, weil eben hier was fertig ist. Da braucht man nicht auf Stundenschlussbasis warten. Und deshalb auch nur die Marke so genannt. Das sind hier eben die kleinen, feinen Unterschiede. Klar war es dann trotzdem schwierig, wer nicht am Markt ist, da was rauszuschneiden. Besser wäre es, und auch hier, es wäre halt einfach runtergefallen, dann wäre das Setup ganz sauber gelaufen. So, dann danke fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis morgen.